Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Im letzten Part haben wir den Schattenpalast endlich abgeschlossen. Zando wurde besiegt und wir haben ein neues Ziel, nämlich Zelda aus Schloss Hyrule zu befreien. Natürlich wird man das jetzt noch nicht machen, denn uns fehlt auf jeden Fall noch die Stadt in den Wolken, Kumula. Und die werden wir auf jeden Fall vorher erstmal angehen und natürlich hoffen, dass wir da auch so viele Items noch bekommen, dass wir vielleicht auch noch den Hylia-See, den Seeschrein-Dungeon und auch hier die Wüstenburg noch abschließen können. Und ja, in Schloss Hyrule haben wir dann ja auch noch einen sehr großen Ort mit vielen Schätzen, wo wir auch nochmal richtig absahnen können. Ich würde aber sagen, wir teleportieren uns jetzt erstmal nach Kakariko. Wir haben auch im letzten Part noch, oder im vorletzten Part, das letzte kumulanische Zeichen erhalten. Womit wir jetzt theoretisch hoffentlich den Typen triggern. Diesen Archäologen, der sich dafür interessiert. Ich weiß leider seinen Namen gerade nicht. Und ja, wenn nicht, dann guck mal halt mal an Hylia-See direkt. Dort sollte es dann möglicherweise schon die Kanone geben. So war es auch bei mir beim letzten Mal beim Randomizer. Ich wusste nicht weiter und bin dann an Hylia-See und da stand einfach die Kanone rum. So. Dementsprechend, wir gucken einfach mal. Die Markierung auf der Karte haben wir schon, dass der Typ hier sein sollte. Zack. Was sagst du dazu? Aha. Ich gehe mal kurz reingucken. Weil die Statue an dem Ort hier ist halt auch immer noch nicht entfernt, ne? Ja, das Ding hier ist immer noch nicht weg. Theoretisch müsste das weg sein, aber vielleicht ist das halt auch irrelevant. Okay. Also der Typ ist nicht hier. Ich hätte gesagt, dann gehen wir direkt an Hylia-See. Vielleicht steht die Kanone schon startbereit da. Und das Spiel wartet halt einfach nur drauf, dass die 7 kumulanischen Zeichen zusammengekommen sind und triggert dann die Kanone. Meine Vermutung. Ah, darauf erstmal einen Schluck Kaffee. So, jo, da ist er. Kanone ist direkt hier am Start. Heißt, wir können direkt nach Kumula. Hey, ist das geil. Nix weiter tun, einfach durchziehen, Leute. Ja, das ist falsch. So. Ja, cool. Dann sind wir ja schon Kumula. Können wir erstmal in den Shop reingehen. Vielleicht hat der irgendwas Cooles zu bieten. Dann hier auf dem Grund des Sees. Oder des Wassers ist, glaube ich, auch etwas. Ja. Ah, wir haben die Musik der Mine hier. Ja. So. Und dann gucken wir mal, was hier in Schatzkiste Nummer 1 sich befindet. Schlüssel haben wir alle. Items, die wir für den Dungeon brauchen, haben wir auch alle. Und wir kriegen einen kleinen Schlüssel für den Waldschrein. Wo uns auch immer noch 2 Stück fehlen, ne? Also, jetzt noch einer. Drüben ist gleich die nächste Schatzkiste noch. Ja, mega. Das fängt doch gut an. So, schön. Yo, Bomben. Naja. Okay, dann würde ich sagen, erstmal in den Shop rein. Können eigentlich auch direkt die Eisenstiefel anziehen und durchlatschen. Wir haben ja den Effekt an, dass wir mit den Eisenstiefeln rennen können, deswegen ist das doch alles gar nicht so schlimm. Okay. Haben wir denn irgendwelche random Items im Shop? Ich glaube nicht, weil wird, glaube ich, nicht geschaffelt, ne? Nee, aber Tante können wir mitnehmen. Ne? Just for fun. Ansonsten ist hier nichts geschaffelt, weil es gibt natürlich keine Kern-Items hier. Leider. Wäre irgendwie cool, wenn es hier noch Herzteil gäbe. Oder allgemein in den ganzen Shops. Wenn es da ein Herzteil zu kaufen gäbe. Der Algazar hat es damals im Ocarina of Time Randomizer ziemlich cool gemacht. Da gab es in jedem Shop ein Herzteil zu kaufen. Ich finde, das könnte man auch im originalen Spielen so einführen. Damit das Geld ein bisschen mehr Rolle spielt. Weil guck mal, wir haben jetzt 2000 Rubine. Und wissen halt gar nicht, was wir damit machen sollen. Theoretisch für die Rüstung ausgeben, ja, ihr habt recht. Aber irgendwie wünsche ich mir trotzdem ein bisschen mehr
Einsatzfähigkeiten für Rubine. Man ist ganz ehrlich, ab einem bestimmten Punkt sind Rubine halt useless. Außer halt in diesem Spiel für die Rüstung. Ja. Wenn man dann aber wieder mit anderen Spielen kommt, wie Ocarina of Time und so, dann sind die halt komplett useless. Naja. Okay, wir haben hier erstmal gar nichts zu tun. Ich glaube, wir könnten hier einfach direkt durchziehen. Darf ich leider nicht. Ja, komm. Dann komm mal her, mein lieber Kumulaner. Zack. Keine Schätze hier versteckt. Dementsprechend geht's hier einfach mal direkt weiter. Aua. So. Haben wir ein paar Herzchen? Eins zumindest. Na toll. Ja, passt irgendwie auch dazu die Musik, aber ja, ich finde den Soundtrack von der Mine jetzt halt an sich schon nicht so spannend. Aber an sich, ja, er passt. Passt zu der Mine halt auch ein bisschen mehr, ne? Okay. Leute, was soll man machen? Es gibt hier schon ziemlich viele Schatzkisten, ne? Also wenn ich hier mal durchzähle, 3, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 22 Schatzkisten. Das ist schon eine ordentliche Anzahl, würde ich sagen. Plus halt noch zwei Geisterseelen. Da kann man was machen mit. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach rechts. Alles, was wir brauchen, haben wir ja. Im Endeffekt müssen wir eigentlich nur auf die Schatzkisten achten und schön durchlaufen. Ach ja. Ah, hier findet der Kreisel nochmal sein Einsatzgebiet. Rein damit und die Brücke fahren wir jetzt aus, ne? Und da usen wir halt auch direkt den Schlüssel. Aber ist ja nicht schlimm. Zack. Schön Full Life. Brauche ich hier Schutz vom Wind? Ja. Das ist halt so. Das ist wieder super Effekt für die Eisenstiefel jetzt hier in dem Gebiet. Ansonsten müsste man sich hier langsam an verschiedenen Punkten immer so lang hangeln. Das ist dann halt immer nicht so geil. So, Kaffee, let's go. Ah, sehr gut. Ja, auch hier ist es auch wieder ein großer Vorteil in dem Raum. Das ist geil. Ja. So, also ich könnte mir jetzt hier eine Schatzkiste holen. Da drüben ist aber auch eine. Was war das hier für ein Raum? Okay, hier gibt es einfach for free eine Schatzkiste. Let's go. Eine Geisterseele Nummer 49. Okay, fehlen noch 11. Ja, mit den Geisterseelen ist es aktuell auch so ein Ding. Mir fehlen ein paar Geisterseelen, ne? Ihr hattet das jetzt schon in den Kommentaren erwähnt. Zwei bekommen wir jetzt hier noch. Danach ist eigentlich vorbei. Eigentlich müsste ich dann alle haben. Das heißt, ich habe irgendwo 5 vergessen. Oder ich habe nicht richtig getrackt. Eins von beiden auf jeden Fall. Das ist schlecht. Das war auch schlecht. Mit welchem Mut ich da hingejumpt bin. Das war jetzt irgendwie doof.
Ja, ich muss von der anderen Seite so rüberspringen. Alles klar. Oh. Ist sie gerade abgestürzt, die Fledermaus? Ja. So, okay. Wir sollten auf jeden Fall das Ding mal wieder rausholen. Ah, ich erinnere mich auch. Damals hatte ich den Boomerang nicht und da kam ich ja diese Stellen nicht weiter. Das war auch so dumm. Das war auch richtig dumm. Weil da drüben ist, glaube ich, wieder so eine Stelle. Und da brauchst du unbedingt den Boomerang. Obwohl, ich glaube, ich bin dann trotzdem so ganz komisch vorbeigehüpft. So. Jetzt erstmal eine Schatzkiste. Oh, da ist die Flasche mit Feentau, Leute. Ihr habt ja schon wild diskutiert, dass die irgendwo eigentlich sein müsste. Da ist sie. So. Ich ignoriere sie, wo ich kann, erstmal. Aber ich glaube, hier braucht man spätestens den Boomerang dann, ne? Ich glaube, ich habe es aber trotzdem irgendwie geschafft, das auszutribbeln, das Game damals. War aber auch so eine dumme Stelle irgendwie. So. Und dann geht's weiter. Ja, das lief doch gut. Ah. Boah, und halt auch zwei, ne? Achso, ne, das sind ja gar nicht die. Ja, komm da her. Oh Gott. Freundchen. So. Okay, Tür geht auf. Frage ist, was bringt mir der Raum jetzt eigentlich? Das muss ich jetzt selber erstmal rausfinden für mich. So. Ah ja, okay. Da komme ich in eine höhere Etage mit meinen lieben Kumulanern. Okay, let's go. Und da gibt es auf jeden Fall auch wieder zwei Schatzkisten erstmal zu holen. Aber die sind im nächsten Raum, ne? Ja. Ich denke schon. Okay. Da haben wir jetzt erstmal so eine Türe. Frage ist, wie öffne ich die? Aha. So geht das. Zack. Und ich hoffe, ich komme da direkt rein. Jo, das geht klar. Ein Herzteil. Sehr schön, Nummer 37. Ah, ja, da fehlt uns auch noch ein bisschen was, ne? An Herzteilen. So, da geht es direkt rüber zur nächsten Schatzkiste. So gut einfach. So gut. Ah, Bomben. Mano. Okay, was sagt denn die Karte? Gibt es hier unter uns aktuell irgendwas? Nee, ne? Das ist jetzt alles so. Da drüben ist dann eher so ein Raum, wo es wieder nach unten geht oder so. Nein. Komm wieder hoch. Danke. Ich brauche dich doch hier. Ich muss da durch den Schlitz fliegen. Ja, das war ja nix. Wahnsinn. So, zack. So, einmal hier hoch und dann brauche ich nochmal ein Kumulanerchen. Komm mal hoch, bitte. Muss hin. Sie ist weg.
Oh, da. Da unten dreht sie sich. Was? Ups, es tut mir so leid. Oh Gott. Seht ihr das? Ich glaube, ich habe einen Bug ausgelöst. Oh, die Arme. Eieieiei. Okay, wir gehen hier lang. Du. So. Okay, da drüben. Ja, wir müssen da rüber. Du. Einmal mit dem Wind hoch und dann da drüben das Ballonteil wieder runterziehen, den Schalter halt. Und dann haben wir wahrscheinlich noch einen Luftstrom. Zack. Mhm. Darauf erstmal Schluck Kaffee. Und weiter geht's. So, let's go. Sehr schön. So, dann haben wir doch unser nächstes Ziel erreicht. Es geht hier rein. Und ich glaube, wir steigen jetzt wieder ab, ne? Jo, oben gibt's nichts weiter. Frage ist, wie viel kann ich denn da unten machen und wie viele Schatzkisten gibt es jetzt hier? Karte. Also ganz unten gibt es auf jeden Fall eine Schatzkiste. Komm, ich nehme dich einfach mal mit und wir springen mal nach unten. Zack. Gott, man muss hier halt auch echt aufpassen, dass man nicht in diesen Luftstrom reinkommt. Da ist so ein Ballon. Da müsste ich mich theoretisch erstmal ranhängen. Toll. Habe ich gut gemacht. So, hier müsste jetzt irgendwo eine Schatzkiste sein. Oder... da oben. Hä? Wo sind die? Okay, das war doof. Ich glaube, hier ganz unten ist der Mini-Boss-Raum, kann das sein? Hier bekommt man, glaube ich, den Greifhaken. Den zweiten. Denn dann muss man sich, glaube ich, mit dem zweiten Greifhaken wieder nach oben ziehen. Das ist gerade so meine Idee. Ja. Alles klar. Nee, doch nicht. Hä? Ah, okay. Aber jetzt mal, wo ist denn die Schatzkiste? Ist die in dem Raum hier? So, dann brauche ich hier einmal die Stiefel, bitte. Zack. Ja. Und unten müsste jetzt der Miniboss sein, oder? Ja, genau. Let's go. Du. Hi. Einer ist halt echt leicht, ne? Gegen zwei ist schon anstrengender. Wie in der Drillhöhle. Ich dachte schon, der ist tot. Du hast gesehen, der ist einfach runtergefahren. Ah, der hat natürlich die zweite Phase. So. Und tschüss, mein Freund.
easy. Jo. Würde sagen, die Schatzkiste holen wir uns noch. Und dann geht's aber auch auf den Ende des Parts zu. Und dann geht's im nächsten Part weiter, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr denkt, wo ich noch ein paar Geisterseelen übrig gelassen habe. Wo ich unbedingt nochmal nachsehen sollte, ob da vielleicht noch eine Geisterseele ist. Ich war eigentlich echt der Meinung, ich habe erstmal alle Overworld-Spots abgesucht, aber scheinbar ist es nicht so. Okay, und wir bekommen ein weiteres Insekt. Sehr schön. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal zu Twilight Princess. Tschüssi.